Die Aktienmärkte sagen sich derzeit, okay, es ist nicht so gekommen, nämlich in Sachen US-Wahl, wie wir das erwartet haben. Aber egal, Schwamm drüber, ist auch gut, nehmen wir auch. Und man zaubert dann eine fast historische Rallye aus dieser US-Wahl, die ja nach wie vor nicht endgültig entschieden ist, und sagt sich, super gut, wir kriegen jetzt keine Steueranhebungen, weil eben Senat noch republikanisch ist, super gut, die Tech-Konzerne werden nicht weiter reguliert. Auch das ist fein. Also wir suchen uns jetzt mal die Rosinen raus und schieben uns die in den Mund und genießen das, und alles andere, das lassen wir mal ein bisschen beiseite. Das wird jetzt erstmal ignoriert. Darüber können wir uns später Gedanken machen. Das kümmert uns jetzt noch nicht. Da wollen wir gnädig mal drüber hinwegsehen. Aber diese anderen Punkte, die werden kommen. Früher oder später. Man kann natürlich irgendwie immer nur das Hübsche sich anschauen. Nur die eine Seite der Medaille betrachten. Aber irgendwann kommt eben auch die andere Seite der Medaille, und die wird relativ bald kommen. Da würde ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Gucken wir uns die Lage mal an, was ist derzeit der Fall? Geradezu historisch kann man sagen, was derzeit an den Märkten passiert. Hier sehen Sie, dass der S&P 500 jetzt 4 Tage hintereinander mit mindestens 1% gestiegen. Das gab es nur 3 Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, 1970, 74 und zuletzt im Jahr 1982. Dann haben wir den Dollarindex, der gestern den schlechtesten Tag seit März hat, seit Ende März genauer gesagt, als es dann ja nach dem Crash der Aktienmärkte massiv nach oben ging für die Aktienmärkte. Der Dollar dann fiel, weil die Fed All-In gegangen ist. Und jetzt sind wir extrem überverkauft beim US-Dollar. Das ist sozusagen jetzt auch schon fast kontraindikatorisch. Und wir haben jetzt, wie hier folgende Grafik von Sven Henrik zeigte, 4 Aufwärtsgaps gerissen sozusagen. Stairway to Heaven, die Treppe in den Himmel. Es gibt keine Risiken. Es ist die beste aller Welten, wie ich gestern getitelt habe. Aber das wird wohl so nicht kommen. Schauen wir uns hier nochmal an, wie David Rosenberg zum Beispiel das sieht. Der verweist zunächst mal auf das, was die Fed gestern gesagt hat. Die hat nämlich gesagt, the ongoing public health crisis will continue to wait on economic activity. Also die wird nach wie vor die ökonomische Entwicklung belasten, und damit steigen die Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick. Jetzt sagt Rosenberg, ja, der Dow ist eigentlich 1000 Punkte gestiegen, weil man dachte, okay, wir haben eine blaue Welle, also alles von den Demokraten gewonnen. Und dann ist es keine blaue Welle, dann steigt man eben trotzdem mal 1000 Punkte im Dow, weil man nimmt ja auch das zweit- oder drittbeste, das ist ja egal, gell, Hauptsache Stimulus irgendwie ein bisschen, gell, und irgendwie Impfstoff haben wir vielleicht auch noch in der Hinterhand im Jahr 3027, da schauen wir nicht so genau hin, wir feiern die Party, wenn sie halt fällt, da sind wir jetzt weniger besorgt drüber. Aber jetzt kommen ein paar interessante Dinge. Der Smart Money verlässt sozusagen diese Rallye, also das große Geld, das ist hier unten eine Definition von Investopedia. Das sind im Prinzip Zentralbanken, alles was sozusagen größeres institutionelles Geld ist, wird als Smart Money bezeichnet, und wir sehen, da gehen die Aktienmärkte, wie eben ja geschildert, deutlich nach oben, aber das Smart Money verkauft in diese Rallye massiv hinein, sogar stärker, als man schon damals kurz vor dem Corona-Crash verkauft hatte. Also diese Rallye wird offenkundig nicht von allen mitgespielt. Da gibt es neben mir noch ein paar andere, die das ein bisschen anders sehen, weil man sich sagt, naja, da sind einige Risiken, die derzeit offenkundig nicht gespielt werden. Hier sagte Stalingrad and Pursky, Sir, und er meint damit Donald Trump, du hast uns doch versprochen, dass wenn Biden gewinnt, wir einen Crash sehen. Naja, jetzt haben wir ja diese historische Rallye gesehen, kann man sagen. Trump hat ja immer gesagt, ja, eure 401ks, also praktisch diese auf Aktien basierte Altersvorsorge, die werden crashen, Biden wird die Regulierung betreiben, die Steuern anheben. Das haben jetzt die Märkte sozusagen komplett anders gesehen, und da ist also dieses Versprechen von Donald Trump nicht ganz gekommen. Und jetzt ist es so, dass Trump ja die Wahl anfechten will. Er hat erstmal gestern pauschal gesagt, ja, überall, wo ich zurückliege, in den Bundesstaaten, die noch ausgezählt werden, da sollte man jetzt die ganze Geschichte stoppen, und praktisch hier handelt es sich um eine illegale Geschichte, die hier abläuft. Jetzt ist man dabei,
offenkundig Gelder zu sammeln, um die vielen juristischen Dinge, die man jetzt anstoßen will, überhaupt bezahlen zu können. Es ist ja so, dass man zunächst mal juristisch gesehen in den Bundesstaaten die Entscheidung fällt und erst wenn das sozusagen nichts bringt, wenn da keine Lösung erfolgt, dann kann man möglicherweise zum Supreme Court. Das ist aber ein sehr, sehr weiter Weg und es geht ja um sehr viele Bundesstaaten. Der Supreme Court müsste dann für jeden einzelnen Bundesstaat entscheiden, ob die Wahl sauber gelaufen ist, ja oder nein, ob es da Probleme gibt. Das heißt, da ist ein Marathonlauf jetzt vor Donald Trump, wenn er das wirklich durchziehen will mit unsicherer Erfolgsaussicht. Aber er hat heute Nacht in einer Pressekonferenz, die erste seit der Wahl, gesagt, ja, es ist eine Conspiracy, also praktisch eine Verschwörung. Tech ist gegen uns, die Medien sind gegen uns. Also er hat gesagt, hier nochmal ganz klar gesagt, dass die Tech-Konzerne hier mitverantwortlich sind, dass die Presse und die Medien dafür verantwortlich sind. Eigentlich hätte er viel mehr legale Stimmen als Biden. Das ist eine Behauptung zunächst mal, die durch nichts bewiesen ist, aber es wird eben behauptet und er habe gewonnen. Er bleibt also bei dem Mantra, ich habe diese Wahl gewonnen. Es handelt sich um Betrug. Das ist letztendlich ein Symptom dessen, was in Amerika abläuft, nämlich diese totale Spaltung der Gesellschaft. Er verkörpert, wie hier die Neue Zürcher Zeitung schreibt, ein Amerika, das fundamental anders denkt als der liberale Teil der Gesellschaft. Das ist eine Art Kulturkampf zwischen rechts und links und dieser Kulturkampf, der entzündet sich im Prinzip an der Frage, dass diejenigen, die Trump supporten, sagen, ja, wir haben hier eine wirtschaftliche und politische Elite, die spielt mit gezinkten Karten, wir werden hier auf Deutsch gesagt verarscht. Trump hat gesagt, wir sind jetzt die Arbeiterpartei, wir sind jetzt die Partei für die Arbeiter und die Demokraten haben sozusagen die Medien und eben die Big Tech Firmen hinter sich, die sind die Elite, die sozusagen auf Kosten des arbeitenden Volkes agiert. Ganz gefährliche Dinge, die sich hier abzeichnen nach meiner Auffassung. Und das ist sozusagen jetzt dieser Prozess und auch das Pulverfass, das wir jetzt innerhalb der amerikanischen Gesellschaft haben, das wird noch hässlich, nach meiner Auffassung. Ich bin da nicht sehr optimistisch, dass das alles dann so friedlich abgeht, dass Trump abtritt, wie gesagt, dann vielleicht die nächste Fernsehshow macht und alle sind glücklich. Nein, die Supporter von Trump, die werden das nicht akzeptieren. Die halten jetzt sozusagen die Welt in den USA kurz vor dem Untergang. Die sagen sich, ja, Biden ist spätestens im halben Jahr weg, der ist zu alt und dann kommen die extrem Linken innerhalb der Demokraten an die Macht und dann geht die USA in den Sozialismus. Und das ist sozusagen diese Vorstellung, die die Leute radikalisiert und die letztendlich dazu führt, dass wir hier noch schwierige Situationen erleben, nach meiner Auffassung und nach meiner Einschätzung. Nicht zufällig ist es eben so, vielleicht auch in den USA, dass es ein Stadt-Land-Konflikt ist. 80% der größeren Städte in den USA sind von Demokraten regiert, während eben die Republikaner im Mittleren Westen, man kann sich ja die Karte anschauen, wo die Republikaner deutlich gewonnen haben, Mittlerer Westen, Süden, dagegen Norden, Nordosten und Westen tendenziell eben demokratisch. Schauen wir uns an, wie die Dinge jetzt derzeit stehen. Wir haben die Situation, dass in Pennsylvania der Vorsprung von Donald Trump deutlich schmilzt. Wir haben die Situation, dass in Georgia der Vorsprung von Donald Trump jetzt noch deutlich schmilzt. Hier sehen Sie sozusagen, wie viel Prozent der Stimmen ausgezählt sind. In Georgia sind es 99% und es sind 1700 und ein paar zerquetschte Stimmen, die Trump jetzt hier noch vorne liegt. Also die ganze Geschichte wird extrem eng. Wenn jetzt Biden Pennsylvania offiziell gewinnen würde, dann braucht er Nevada nicht mehr, dann braucht er auch Arizona nicht mehr, dann würde es reichen, weil es gibt dafür 20 Stimmen. Arizona dürfte, aber ist noch nicht ganz sicher, dürfte an Biden fallen, aber das hat Fox zumindest gesagt, eigentlich ja der Sender von Trump. Darüber hat sich Trump wahnsinnig aufgeregt. Jedenfalls sehen wir jetzt eben das enge Rennen, vor allem Pennsylvania, vor allem Georgia. Nevada ist sehr, sehr eng und Arizona, North Carolina dürfte Trump ziemlich klar gewinnen. Also es ist möglich, dass wir heute dann die Verkündung bekommen, wer zumindest in Georgia gewonnen hat, vielleicht auch wer in Pennsylvania gewonnen hat und damit wäre zumindest das offizielle Ergebnis da, aber das wird angezweifelt, das ist gar keine Frage, das wird noch eine schwierige Geschichte. Wir sehen, dass diese
Ereignisse der letzten ein, zwei Tage durchaus Spuren jetzt oder seit gestern kann man sagen, Spuren bei den Anhängern der Republikaner hinterlassen. Da ist das Consumer Confidence nach einer aktuellen Umfrage ziemlich deutlich gefallen. Und wenn jetzt das Endergebnis käme, dass sozusagen offiziell dann Biden gewonnen hätte, dann dürfte das noch weiter fallen, dass derjenigen Konsumenten, die den Demokraten anhängen, ist dagegen gestiegen. Let's come to something completely different, meine Damen und Herren. Kommen wir zu die Corona. Hier sehen wir, dass wir einen neuen Rekord wieder haben in Deutschland, 21.506. Schraubt sich also langsam nach oben. In den USA haben wir einen neuen Rekord mit 116.000 Fällen. Die Hospitalisierungen gehen ebenfalls nach oben. Das heißt, das wird jetzt ohnehin eine schwierige Geschichte. Wenn diese Zahlen so weitergehen, dann kommen da eben diese Dinge, die gestern die Fed gesagt hat. Ja, die Zahlen sind besorgniserregend, hat Jerome Powell gestern gesagt. Das wird sozusagen die wirtschaftlichen Aussichten deutlich verschlechtern. Und das könnten wir heute schon sehen in den US-Arbeitsmarktdaten. Wir hatten ja am Mittwoch den ADP-Arbeitsmarktbericht. Deutlich schwächer als erwartet. Wir hatten gestern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Continuing Claims auch schlechter als erwartet. Also zumindest nicht jetzt besser als erwartet. Hier sehen wir unten die Grafik, wie jetzt die letzten Zahlen reingekommen sind. Sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir heute eine Enttäuschung in Sachen Arbeitsmarktdaten sehen. 14:30 Uhr, meine Damen und Herren, bei finanzmarktwelt.de. Da werde ich darüber berichten, werden wir darüber berichten. Und wir sehen hier noch eine interessante Meldung hier allerdings von der New York Post, eine, naja, nicht ganz 100% seriöse Zeitung, vielleicht könnte man es so sagen, aber eben auch jetzt nicht sozusagen komplett ignorierbar. Und hier heißt es, dass Putin, der russische Präsident, Anfang nächsten Jahres zurücktreten könnte, sollte, wird, weil er Parkinson habe. Hier gibt es auch ein paar Hinweise dessen, dass das stimmen könnte, was in Russland passiert ist. Hier sind zum Beispiel die Immunität des Präsidenten ist gestern verlängert worden für die Dinge, die er in seiner Regierungszeit macht. Möglicherweise will sich Putin damit absichern, okay, dass ihn dann nachher keiner ins Bein pinkelt. Wenn es so wäre, wäre das natürlich eine Riesengeschichte, denn Putin hat dieses Russland zusammengehalten, hat ihm eine Bedeutung verliehen, die es im Chaos nach Untergang der Sowjetunion nicht hatte. Ein extrem intelligenter und auch durchaus durchtriebener Player, der hier jetzt natürlich diese ganze Geschichte in Russland sehr schwierig machen würde. Aber schauen wir mal, wie die Dinge hier weitergehen. Die Märkte sehen bisher eine Seite der Medaille, alles andere wird ausgeblendet. Nach meiner Lebenserfahrung geht das eine Zeit lang gut, bis es nicht mehr gut geht. Die Frage ist, wann geht es nicht mehr gut? Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag heute. Das Marktgeflüster wahrscheinlich etwas früher und kürzer, weil ich mich dann des Platzes entheben muss und wohin das hinfahre. Jetzt das Allerbeste. Servus und ciao.